Das war die Gardemusik. Und weil protokollarisch am höchsten, folgt nun die Ansprache von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Sehr geehrte Ehren- und Festgäste, meine Damen und Herren, hier bzw. vor den Fernsehschirmen. Diese Angelobung ist atypisch. Sie kann heute nur in sehr kleinem Rahmen stattfinden. Mein besonderer Gruß gilt daher am heutigen Nationalfeiertag allen unseren Rekrutinnen und Rekruten. Hunderte hätten eigentlich hier angelobt werden sollen, aber Corona-bedingt haben wir davon Abstand nehmen müssen. Umso herzlicher ein Willkommen. Vor Ihnen, meine Damen und Herren Rekruten, liegt eine interessante Zeit, in der Sie Gemeinschaft erfahren werden mit Menschen, die Sie unter anderen Umständen wohl nicht so einfach kennengelernt hätten. Mit Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen, aus allen Ecken unseres schönen Landes. Das ist eine gute und wichtige Erfahrung. So bekommt man ein Gespür für andere Lebenswelten. Meine Damen und Herren, das Coronavirus hat in diesem Jahr alle Bereiche unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens maßgeblich verändert und verändert es immer noch. Unsere ganze Gemeinschaft leidet unter dieser Pandemie. Wir sitzen gleichsam gemeinsam in einem Boot auf unruhiger See, höchst unruhiger See, und dabei sind manche von uns härter betroffen als andere. Jene, die sozusagen am Rande unseres Bootes sitzen, sind stärker vom Unwetter gebeutelt als jene auf den vergleichsweise trockeneren Plätzen in der Mitte. Wir müssen daher zusammenhalten, um gut durch dieses Unwetter zu kommen. Und wir dürfen jene nicht aus den Augen verlieren, die es jetzt in der Krise besonders schwer getroffen hat. Solange es keinen Impfstoff gibt, ist das beste Rezept zur Überwindung dieser Pandemie selbstverständlich neben der Beachtung, der vollen Beachtung der notwendigen Regeln, unser Zusammenhalt, das Aufeinanderschauen, das gegenseitige Helfen. Sehr österreichische Eigenschaften, die helfen uns jetzt in der Pandemie. Meine Damen und Herren, im Moskauer Memorandum hat sich Österreich verpflichtet, eine immerwährende Neutralität nach dem Vorbild der Schweiz zu implementieren. Und ein einsatzfähiges Bundesheer ist ein elementarer Faktor, um bei künftigen Krisen, etwa einem Blackout, bei Cyberbedrohungen oder durch die Klimakrise ausgelöste Naturkatastrophen, robuster und resilienter agieren zu können. Die Frau Verteidigungsministerin hat schon darauf, mit Recht darauf hingewiesen. Und für die Erfüllung der in Artikel 79 der österreichischen Bundesverfassung festgeschriebenen Aufgaben des österreichischen Bundesheers muss daher eine ausreichende Ressourcenzuweisung gewährleistet sein. Sehr geehrte Rekrutinnen und Rekruten, Sie werden in Kürze geloben, ich zitiere, die Republik Österreich und sein Volk zu schützen und mit der Waffe zu verteidigen. Das bedeutet, dass Sie auch bereit sind, dafür Ihr Leben einzusetzen. Und deshalb verdienen Sie es, dass neben der erforderlichen Ausbildung und eine moderne Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden. Ich danke heute den Angehörigen des österreichischen Bundesheers für ihr tägliches Engagement, besonders jenen, die derzeit in Krisengebieten im Ausland und im Assistenzeinsatz im Inland ihren Dienst versehen. Und ich gedenke all jener Soldatinnen und Soldaten, die dabei ihr Leben gelassen haben und aus ihren Einsätzen nicht zurückgekehrt sind. Sehr geehrte Rekrutinnen und Rekruten, Sie werden in einem Heer dienen, das sich den Zielen Freiheit, Schutz der Demokratie, Eintreten für die Achtung der Menschenrechte, Hilfe für Katastrophenopfer
sowie Engagement bei internationalen Friedenseinsätzen verschrieben hat. Mit Ihrem Dienst leisten Sie einen wichtigen Beitrag, einen wichtigen und wertvollen Beitrag zum Schutz und zur Sicherheit aller Einwohnerinnen und Einwohner unserer Heimat und unserer Republik. Ich wünsche Ihnen für die Zeit Ihres Wehrdienstes alles Gute. Es lebe das österreichische Bundesheer. Es lebe die Republik Österreich. Es lebe unser gemeinsames, friedvolles Europa. Das waren die Worte von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.